Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Schnukoroto-Projekt. Heute präsentieren wir eine Folge Feuchtraumgebiete zum Anfassen, wie die letzten Folgen, mit unserem Cookie, Moin. unserem Robin Hi. und der liebensgewürzigen Lola. Oh, Hallöchen. Ja, wir sind immer noch in der Höhle. Ich glaube, wir verlaufen uns hier immer noch und werden die nächsten 80 Folgen hier sein. Also lehnt euch entspannt zurück und genießt den Moment. Dann Ja. gehen wir mal wieder auf Kanal 1. Ja. User was moved out of your channel. Ja, hallöchen, lieber Lola. Ja, Hallöchen. Ich habe gehört, wir beide wollen ein bisschen shoppen gehen. Ja, ich habe keine Ahnung mehr, wo ich den zweiten Shoppingwagen geschickt. Ach, da hast du den. Ah, okay. Ich habe den gerade gesucht wie ein Weltmeister. Ich würde vorschlagen, diesmal nicht nach unten zu dem Wald zu gehen, weil da habe ich schon ziemlich viel losgeholzt. Wir wollten ja Stöckchen und Bäumchen suchen, ne? Ja. Da wir die Nachwachstumsrate stark reduziert haben, also ausgeschaltet haben, vielleicht lieber in den dichteren Wald gehen. Das sieht erfolgsversprechender aus. So, da wo du schon gerade auf dem Weg hin bist. Ich sammle nun nebenbei noch ein paar Stöckskis und Waschbärskis ein, die rumhöppeln. Lol. Spawn direkt vor mir ins Weiter. Ja, hüpf du nur, hüpf du. Ich schnapp mir erstmal deinen Bruder. Also pelztechnisch sieht das langsam echt megamäßig gut aus hier. Das klang ungesund. Ich würde lieber zum Arzt gehen mit solchen Beschwerden. Och nö. Hast du eigentlich schon eine Stocktasche? Ja. Gut. Das hier sieht doch im Allgemeinen sehr, sehr nice aus. Dann würde ich sagen, ich schnapp mir das motorisierte Gedönse. Ja. Dann geht das ein bisschen zagügiger. Und vor allem kann ich mal die Klappe halten, weil es ist sehr laut. Okay. Ich denke, das ist ein Deal, oder? Ja, das ist schon so. Ja, doch. Ach ja, Timber. Weiche ich lieber aus, ich weiß nicht, wo der landet. Man kann ja leider nicht beeinflussen, wohin sie fallen. Ich glaube wohl, oder? Ich wüsste nicht wie. Allerhöchstens vielleicht immer von der Stelle weg, wo ich säge. Ja, das sieht gut aus. Deckung. Ja, ich hoffe, ich habe dich in den Wahn getroffen oder dich. Nee, also fast nicht, nö, ist alles, Okay. Es scheint wirklich so zu sein, dass wenn du mit der Kettensäge arbeitest, dass der immer von dir wegfällt, der Baum. Also ich duck mich auch immer davor. Aber wenigstens so ungefähr die Richtung fällt der immer. Immerhin. Immerhin, das muss man nur mal sagen, ne? Timba. Okay. Hallo, Hasi. Timmy Bär. Oh Gott, ja, die sind zum Glück so weit weg, dass. Das macht einfach so einen Spaß. Das Problem ist halt, es hat kein endloser Spaß, weil Sprit und so, ne? Ja gut, aber den kann man ja Wiederfinden. ja. Schick noch einen zweiten hinterher, Vorsicht! Oder auch nicht? Jetzt aber. Einmal wurde es hell im Wald. Da, wo fällst du hin?
Die lassen sich aber Zeit mit dem Umfallen, wa? Naja. Und Tank leer? Tank leer. Alles klar. Oh, er fällt trotzdem noch um. Lol. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet, aber okay. Ich nehm's einfach mal hin. Ich kann noch so viele Zähne rankleistern an die Sargs. Ich brauche jedes Mal zwei Schläge für die Äste. Okay. Oh, Ausdauer fehlt jetzt auch wieder. Alles klar. Ja. Zack. Zack. Sind beide schon voll? Oh, okay. Dann watsche ich dir mal hinterher. Alles klar. Hallo, Waschbär. Robin, fahr jetzt lieber nicht damit durch den See, nicht, dass du die Bäume jetzt verlierst und den Wagen. Ach, Ausdauer. Oh, ich glaube, nice Scheiß. Ich trinke mal eine Soda, aber irgendwie, das mit meiner Ausdauer, das ist irgendwie nicht mehr nett. Irgendwie ist die ständig auf halb runter. Bring nochmal. Achso, okay. Boah, Gott. Weiß aber nicht, wo man langfahren soll hier. So. Ah, stimmt ja, wir mussten ja nach meinem Fail, mussten wir ja nochmal ein paar Sachen neu machen. Das heißt, ich muss hier noch einmal Baumstammlager neu setzen. Das war nämlich vorher eins mehr. Zack. Also die hätten auch mal ruhig so ein paar Seitenspiegel hier anbringen können, ja, an die Dinger. Und Rückspiegel. Und Licht wäre auch schön. Kann man vielleicht so eine Lichthalterung an den Wagen anbringen? Ich glaube so nicht. Cool wär's. Nee. Ja, cool wär's, aber nee, ich glaube nicht. Ah, oh, komm, pimp mal White. Lass mal probieren. Vielleicht muss ich gleich mal gucken, ob das gehen würde. Wo waren die denn? Die waren bei Freies Bauen? Nee, wo waren sie denn, nach Gottchen? Diese Deko-Leuchten, Signalflagge nicht. Ja, Schädellampe? Nee, hat keine Hitbox. Schade. Schade, schade, Schokolade. Nee, Gottchen. Oh, ich sehe gerade, ich habe ein kleines Hüngerchen. So. Hey, nicht wegrollen. Ey! Der Hase hat die. Alles klar? Der Hase hat einfach mal die ganzen Baumstämme hier weggeschoben. Achso, ja, das machen die da gerne mal. Das sind wieder die Kokshasen. Das sind die Rambohasen, ne? Oh, entschuldige bitte mal kurz. Sorry. Jetzt verläuft er sich hier schon im eigenen Lager. Das ist ja schon wieder wie zu Hause, ist das. Im Vorratsschrank verlaufen. Hm. Ich finde es sehr interessant. Gerade eben bei dir konnte ich sehen, wie du so einen Ast überfährst und dann zwei Stöcker rauskommen. Bei mir nicht. Okay. Ja, bin mit voller Ladung drüber geheizt und hat nichts passiert. Einfach mal nichts. Moin. Moin. Oh, hallo Waschbär. Das wäre ja auch mal schön, wenn man so ein Waschbären oder so ein Eichhörnchen überfahren könnte, dass dann die dann tot wäre. Weißt du so, das wäre doch... Ich steuere schon immer drauf in der Hoffnung, aber irgendwie passiert das nicht. Nee. Leider nicht. Aber witziger Nebeneffekt, so ein Lurch kannst du durch die Gegend schubsen dabei. So, habe ich erstmal Pfeil zurück. Ja, die zweite Falle ist auch fertig. Nice, Somatico. Apropos Lurchschubsen.
Kann ich ihn zwischen Baum und Wagen entklemmen? Ja. Aber okay, bevor jetzt mein Wagen quer durch die Landschaft fliegt, lasse ich das mal lieber sein. Ja. Man weiß ja nie, wo sind die restlichen Bäume? Waren da noch so viele? Ach, da. Runtergerollt sind sie einfach so, ohne zu fragen. Sag mal, schämen die sich nicht? So, schon mal rückwärts einparken. Ist aber, wird das schon wieder dunkel? Wo ist die Sonne? Ja. Da. So, hier oben ist auch noch einer. Eingesnackt. Ein paar Minütchen haben wir noch. Alles klar. Okay. Der Wagen ist auch ein bisschen zickig, ne? Du darfst nicht hinten an der Lenkung stehen, wenn du einladen und rausladen willst. Du musst unbedingt an die Seite treten. Ja. Ich glaube, jetzt war der voll, ne? Mal gucken. Ne? Aber jetzt, oder? Mal gucken. Ja, jetzt ist er voll, okay. Zack. So, und bringe ich mal wieder eine volle Ladung. Back to the town, ins B. Aber ich finde, das sieht schon echt cool aus vom Weiten. So diese Mauer da oben auf dem Plateau drauf, das hat schon was. Ja, in der Tat. Ach so. Und später, wenn wir dann 4 Einkaufswagen haben, dann gibt es eine große Ameisenstraße hier. Für den Wald da gegenüber. Oh, Ausdauer down. Perfekt. Schon mal gucken, ob ich wieder was pflanzen kann. Sieht schlecht aus. Ich habe bloß die Blume eingesammelt, keinen Samen. Kann ich irgendwie aus den Blumen selbst die Samen rauspicken? Irgendwie so in dem Dreh? Nee, ne? Nee, ich glaube, nee. Schade. Beim Amazonas geht das. Da kannst du aus der Banane die Samen rauspflücken. Ja, genau, indem du auf Sammeln drückst, aber das ist hier. Soweit haben die hier bei dem Survival-Game nicht gedacht, glaube ich. Also. Oh, Gott sei Dank. Noch eben den Busch gesehen, bevor ich ihn überfahren habe. Ja, hätte gut, überfahren selbst, können, also. Ja. Jetzt haben wir selbst welche, ihr pflanzt von jeder Sorte etwas. Dauert jetzt zwar noch ein bisschen, bis es groß ist und da wieder was geerntet werden kann, aber. Jetzt tut's nicht mehr so weh, zumal die Büsche, die laden mit einem neuen Tagesanbruch auch wieder neu. Ach Gotti, nee. Ist das okay, wenn ich mal einen so ein Rehfell-Gedönse-Zeug zu wieder abreiße, nachdem ich die Felle umgehangen habe? Ja, as you like, also. Gut. Ich will die Sache einfach ein bisschen zugänglicher machen. Hier, es gibt teilweise echt Probleme, hier durchzulaufen. Ja. Oh, das ist ein so ein Gestell, genau. Hallo, Bambi. Ach ja. Ach ja, man kann ja auch eine Waffe gedrückt halten, um einen Powerschlag zu machen. Hab ich ganz vergessen. Ja, das kann man auch. Okay, und das Spiel will mich schon. Ja, ist klar, alle Stöcker sind weg. Ist klar. Okay. Ist okay, Spiel. Ist kapiert. Ist okay. Merke ich mir. Waren alle Stöcker, alle Baumstämme, weiß er nicht. Achso, hier geht auch noch was. Da geht auch noch was. Jo. Jo. Jetzt muss ich mit alle los. Das wäre jetzt was. Nee. Okay. Dann aber jetzt hier nochmal so, Rehfellgedönse. Kann ich das hier wegreißen? Geht das? Ich muss erst mal gucken. Kriegt man Baumstümpfe weg? Ja. Okay. Ja, dann hocke ich da noch jetzt die ganze Nacht über drauf und dann sind wir irgendwann fertig. Ja, natürlich. Es fehlen wieder Stöcker. Was auch sonst. Oh, hier kannst du mal einen Stein drauflegen. Also Steine sind wieder voll, okay.
Warum haben wir alte Steinlager gebaut? I don't know. Okay. So, jetzt komme ich wieder vernünftig durch. Mit meinem dicken Arsch. Ach. Ich vergesse es. In Dunkeln zu jagen ist schon nicht so gut. Ja. Deswegen habe ich vorhin damit aufgehört, als die Taschenlampe leer war. So, ich glaube, die Rest von den Baumstämmen sind durch die Rambohasen einfach mal weggerollt. Okay. Ja, dann. Nee, ich habe ja auch noch eine ganze Einkaufswagentour aufgeladen gehabt. Oder sie sind jetzt vielleicht auch irgendwo da unten an der Klippe. Das kann auch sein. Ja. Ich habe noch zwei gefunden. Ja, ich sehe da welche liegen. Ja, die sind runtergerollt. Ja, das war mir klar. Ja. Die Speedhasen mal wieder. Es ist so verdächtig ruhig. Ich würde da sagen, sei froh, aber die Ruhe vor dem Sturm ist eigentlich selten etwas, worüber man so froh sein sollte, ne? Ja. Oh. Oh, ja, stimmt ja. Ich vergesse, wir sind ja in der Aufnahme. Mich stört das nicht, das weißt du. Ah, zum Thema verdächtig ruhig. Ich habe einen Schrei gehört. Von einer Lady. Okay. Warum zur Hölle fäll ich hier gerade mit der Axt einen Baum? Kann mir das einer erklären? Ich habe eine Kettensäge. Wo ist der Wagen? Da, gut. Und halt die Stöcker erstmal aufsammeln, bis wieder voll ist und dann Bäume. Ich staune gerade, dass sich die anderen zwei noch nicht melden, dass sie müde sind. Mhm. Ach, ja. Und hier war irgendwo noch so ein Ast, genau. Oh gut, dann schnappe ich mir mal wieder der Kettensäge und dann lasse ich das mal alles hier so in dieses Tal reinplumpsen. Vielleicht aber schlage ich noch einen Bambi damit. Mal gucken. Lumbi, 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 lum. Nee, das wird kein Treffer. Bambi war weiter rechts. Ich will den Schornstein nicht aufheben. Alter. Also manchmal denke ich, ich höre Dinge, die dann aber irgendwie doch nicht da sind. Das ist langsam, die Insel ist nicht gesund für mich. Na, dann spielt dir dein Geist Streiche. Boah, es ist so dunkel. Ich sehe nicht mal, ob der Baum schon durch ist oder nicht. Okay. Und es gibt wieder Hasi zum Abendbrot. Oh, gute Idee. Ich krieg langsam ein Hühnerchen. Aber vielleicht habe ich auch gleich Glück und es gibt Reh-Ragout. Aber nee, ich glaube, das Reh ist mittlerweile schon weg, oder? Ah, okay. Na gut. Alter, wie man einfach mal nichts sieht, wenn die Funzel aus ist. Der kleine Bubi und der kleine Puppi haben sich im Einkaufszentrum verwirrt und möchten bitte an der Information abgeholt werden. Bitte nochmal wiederholen, die Kettensäge waren. Der kleine Cookie und der kleine Tobi haben sich im Einkaufszentrum verirrt und möchten bitte an der Information abgeholt werden. Und wo ist die Information? Ich habe keine Ahnung. Gut, da sind wir uns ja einig. Seid ihr noch in der Höhle drin oder seid ihr schon raus? Ja, wir finden 10.000 Wege, aber irgendwie nicht dahin, wo wir hinwollen.
Habt ihr denn die Ausrüstung gerade? Ja, bis auf den Kletterhaken, weil ich die Wand nicht mehr finde. Alles ja. Ja gut, dann denke ich mal, wird es wohl demnächst wieder eine gemeinsame Höhlentour geben, damit wir alle Ausrüstung haben und dann da noch weiter gucken. Da ging es ja noch weiter sogar. Wir sind ja letztens einfach raus. Ja, wäre eine Möglichkeit. Alles klar, dann versucht einen Ausgang zu finden und dann werdet ihr den Weg schon finden, denke ich. Wir geben unser Bestes. Alles klar, Roger, over und out oder tschüss. Ja, tschö mit Ö und ja. Ist es bei dir auch so verzerrt mittlerweile, weil die so weit weg sind und in der Höhle? Es geht. Okay. Bah. Wollte man natürlich nicht reinlaufen. Hat das Drecksvieh jetzt noch meinen Pfeil im Arsch stecken und rennt einfach weg? Sag mal, willst du mich verarschen? Entschuldigung. Ich wollte die Sache mit dem Bambi noch mal wissen, aber irgendwie geht das nicht. Nein. Das Vieh will mich doch jetzt wirklich verarschen. Es ist einfach zu ruhig. Sag mal, jetzt stirbt doch verdammt das Bambi! Das gibt's doch nicht. Was? Ich hab hier Nadelkissen, Bambi, stirbt einfach nicht. Ja, und rennt mit 20 Pfeile im Arsch weg, oder was? Es ist ein sehr robustes Bambi. Okay, keine Ahnung, wo meine Pfeile alle gelandet sind, aber doch nicht im Hintern vom Bambi anscheinend. Keine Ahnung, wie das möglich war, also. Ich sag ja, im Dunkeln ist ja auch immer schlecht mit Jagen, ne? Also. Ja, das Bambi ist schon ziemlich hell im Vergleich zum Hintergrund, deswegen dachte ich, das kriege ich jetzt hin, aber definitiv falsch gedacht. Na endlich, Alter! Tatsache nur zweimal getroffen? 70.000 Mal draufgeschossen und nur zweimal getroffen, ey. Oder doch? Ah, doch, dreimal. Es brauchte wirklich drei Treffer, das Vieh. Ist dreist. Das ist dreist. Apropos Treffer und Hunger und Durst. Ich lasse den Einkaufswagen erstmal da stehen. Dem passiert schon nichts, sagte er, und der Einkaufswagen flog ihm um die Ohren. Oh, es wird windig. Hier stehen erstmal zwei Hasis direkt hier bei uns also die machen dann nächtliche Geschichten und so. Was? Ja, das geht aber nicht. Das Das ist müssen ganz wir schön frech, ist das. zensieren, du. Einfach so. Haben nicht mal gefragt, ob wir mitmachen wollen, weißt du? Ich meine, ist ja einsam und kalt und so, weißt du? Also. Ja. So, was hauen wir uns denn auf den Grill? Sag mal, kriege ich den Regen mittlerweile nicht mehr mit oder ist das immer Morgentau, der sich hier drin sammelt? Du weißt ja nicht, was passiert, wenn wir schlafen. Also. Ja, stimmt, Tobi geht immer pinkeln. Ja. So, jetzt wäre das noch schön, wenn das auch durchgebrät hier und kein Stück Kohle wird. Ah, danke schön. Ist ja erstmal wieder etwas gesättigt. Ja, wunderbar. Ach, cool, du hast das Regelstell fertig gebaut. Danke. Nicht Regelstell, Fellgestell. Ja. Ich kann noch versuchen, den ganzen Hirsch aufzuhängen hier, aber ich glaube, das wird platztechnisch nicht ausreichen. Das glaube ich auch. Auch wieder aufgehangen, sehr schön.
Noch ein bisschen Fleisch aufhängen hier, habe ich ja auch noch ein bisschen was gesammelt. Und da meckert doch schon wieder mein Akku, sag mal, das gibt's doch nicht. Ja. Schon wieder 25 Minuten rum, sag mal, das geht ja so schnell, geht das. Es wird wieder hell. Yay. Ja, wunderbar. Perfekt. Da machen wir noch ein bisschen Arbeit erledigen, so, weil da sind ja noch Baumstämme da, die da so rumliegen, dass ich wenigstens noch zwei Hölzer hier reinkloppe, um zu sagen, ich habe mehr gemacht, außer Bäume umzuholzen. Nein! Wo kommt der Sack auf einmal her? Okay. Komm. Ein Baumstamm gerettet? Zwei Baumstamm gerettet. Ich komm. Was? Wo? Oh. Hast du nicht gesagt, dass da was im Lager ist? Du hast doch gesagt, wo kommt das Ding auf einmal her? Der See. Es war stockduster. Oh. Ich bin mit den Baumstämmen auf den Schultern in den See gefallen. Scusi. Was ein Lappen. Denkst du, da oben ist Mord und Totschlag, ja? Und dann... Aber finde ich ja schon mal schön, dass du wenigstens mich beschützen wolltest, nicht nur die Base. Ja. Um die Base mache ich mir keine Sorgen. Die kann man wieder aufbauen. Ja, stimmt. Mich nicht. Nee. Also, auch selbst mit Kaugummi und Gafferband geht das nicht so einfach dann. Nee. Da. Du. Wo bleiben eigentlich die anderen zwei Zwecks Abmoderation? Die haben sich wahrscheinlich wieder vergessen. Wow, what? Das hab klar? Ich gesehen. Alles klar. Warum? Wieso? Ich fühle mich nicht gut. Wahrscheinlich wegen dem Strauch. Der jetzt weg ist. Bei mir ist auch da. Oh, kann gegenlaufen. Alles klar. Ich wechsle mal auf den anderen Kanal. Ja. User was moved to your Und hier haben wir jetzt ein Seil, um rauszukommen. Wir können nicht. Wir sind beschäftigt. Ja, ist okay. Ich wollte bloß sagen, der Akku ist tiefrot. Ich weiß, aber wir haben jetzt endlich mal in der letzten Sekunde den Kletterhaken gefunden. Ach was, schön. Ja. Ja, und es war doch die Wand, die ich aufgesprengt habe, wo ich mir unsicher war, weil es weiter runter ging. Weil wir mussten die Wand nochmal neu sprengen. Ach, okay. Ach, dann haben die Kannibalen die wieder zugeschüttet wahrscheinlich. Ja. Ah, ist natürlich, ach ja, stimmt, weil eure Speicherstände, also eure Tagebücher sind ja aufgeweicht, eure beiden. Ja. Stimmt. So. Frischluft. Also das heißt, wir laufen jetzt zu euch und... Erstmal dürft ihr kämpfen. Ja, ich hab's schon gehört. Erstmal dürft ihr abmoderieren. Genau. Ja. Dafür ist Maxim zuständig, nicht ich. Genau. ich hoffe, die Folge Feuchtraumgebiete hat euch wieder mal gefallen und ich bedanke mich recht herzlich für unseren Bauarbeiter Robin. Bitteschön. Die Bauarbeiterin und Vorarbeiterin Lola. Sehr gerne. Der Feuchtraumflüsterer Cookie. Immer wieder gern. Und meine Wenigkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.